والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wir haben das letzte Mal, liebe Geschwister, in der Aqida-Serie die Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala zu Ende geführt. Und wir haben klar gemacht, nach welchen Regeln Ahlus Sunnah wal Jama'a, die einzigst errettete Gruppe unter den gesamten Gruppierungen im Islam. Und im Übrigen, wenn wir sagen Gruppe, dann meinen wir keine Gruppierung oder Partei oder Sekte, weil sie sind bestätigt. Ahlus Sunnah wal Jama'a sind bestätigt. Hingegen andere Gruppierungen, die sich etabliert haben im Laufe der Zeit, diese sind nicht bestätigt und diese sind Sekten, diese sind Gruppierungen. Die meinen wir nicht. Wenn wir über Ahlus Sunnah wal Jama'a sprechen, dann reden wir über die Jama'a, die errettet ist. Das sind die einzigen, die auf dem richtigen Weg sind. Und es gibt Leute, denen gefällt dieses nicht, dass sie die Einzige sind. Aber wer den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht glaubt, so ist das sein Problem. Und er wird Yawmul Qiyama ein entsprechendes Problem haben. Denn der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, als er nach der erretteten Gruppe gefragt wurde, sagte er, was gab er als Antwort? Die errettete Gruppe, wer sind sie? Nein. Nein, das hat er nicht gesagt. Das ist natürlich alles Koran und Sunnah. Genau. Ma ana alayhi, auf dem Weg, auf den ich mich befinde, wa ashabi und meine Gefährten. Und in einer Überlieferung, al-jama'ah, deswegen Ahlus Sunnah wal-jama'ah. Diese Leute sind die einzigst errettete Gruppe Yawmul Qiyamah. Es zählt sich eigentlich fast jeder von den Muslimen zu dieser Gruppe, aber Yawmul Qiyama wird herauskommen, wer tatsächlich zu dieser Gruppe gehört hat. Und das haben wir beendet, liebe Geschwister, dass wir erklärt haben, wie sie die Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala verstehen. Heute, insha'Allah ta'ala, werden wir über Al-Iman bil Malaika sprechen, über den Glauben an die Engel. Und er sagt, der Autor, Hafizullah, Al-Iman bil Malaika, es ist der Glaube an ihre Existenz. Das heißt, wir bestätigen die Existenz der Engel. Die Engel sind existent bei uns, nach Ahlus Sunnah wal Jama'a. وَالتَّصْدِيقُ بِأَعْمَالِهِمْ أَلَّتِي يَقُومُونَ بِهَا فِي هَذَا الْكَوْنِ. Und wir bestätigen auch, dass sie bestimmte Aufgaben in diesem Universum erledigen, mit denen Allah subhanahu wa ta'ala sie, was? Beauftragt hat. فَهُمْ خَلْقٌ مِنْ عَالَمِ الْغَيْبِ. Sie gehören zu einer verborgenen Welt. Sie gehören zu einer verborgenen Welt. لَا نَرَاهُمْ وَلَكِنْ نُؤْمِنُ بِهِمْ إِمَانًا جَازِمًا. Wir sehen sie nicht, die Malaika, wir sehen die Engel nicht, jedoch glauben wir fest und entschlossen, dass sie existieren. Und das ist das Schöne bei Ahlus Sunnah wal Jama'ah, liebe Geschwister. Selbst wenn sie eine der Gegebenheiten, der Dinge, die sie selber nicht mit eigenen Augen gesehen haben, von Allah und seinem Gesandten bestätigt wurden, dann ist das für uns Iman, Jazim, ein entschlossener Glaube, an dem wir keine einzige Spur von Zweifel haben. Das ist der Glaube. Und dieser Glaube ist basiert auf was? Auf? Das heißt auf Wissen. Dieser Glaube ist basiert auf Wissen. Wir haben keine Religion, dass wir sagen, du musst einfach dran glauben. Sagst du, wo steht das? Nee, du musst einfach glauben. Das passt schon. Das ist kein Glaube, sondern ein Glaube ist, wo du weißt, es gibt Quellen, in denen dieses enthalten ist oder über dieses berichtet wurde. Das ist bei Ahlus Sunnah wal Jama'ah. La shakka fi hadha al-amr. Es gibt keinen Zweifel an dieser
Angelegenheit, وَلَا رَيْبْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ. Allah Azza wa Jal sagt, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, er glaubt an das, was von seinem Herrn offenbart worden ist. Wal mu'minun, nicht nur er, sondern auch die Gläubigen. Natürlich, wir folgen ja dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam, also glauben wir auch daran. Wa kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli, la nufarriqu bayna ahadin min rusuli. Und alle glauben an Allah subhanahu wa ta'ala und an die Engel und an die Bücher und an die Gesandten. Wir machen keinen Unterschied zwischen ihnen. Wir machen keinen Unterschied zwischen ihnen bedeutet nicht, liebe Geschwister, dass es nicht unterschiedliche Stufen unter den Gesandten und Propheten gibt. Doch Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Al-Baqarah, تِلْكَ الرُّسُلْ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى Bad. Und das sind die Gesandten, wir haben die einen vor den anderen bevorzugt. Das heißt, das ist in der Stufe der Qima. Das heißt, wer besser ist als der andere. Minhum man kallam Allah. Es gibt welche unter den Gesandten, mit denen hat Allah Azza wa Jal was? Direkt geredet. Das heißt, unter den Gesandten gibt es Stufung, beziehungsweise es gibt Stellung, die einen sind besser als die anderen, höher gestellt bei Allah subhanahu wa ta'ala. La nufarriqu bayna ahadin minhum bedeutet hier, wir machen keinen Unterschied zwischen ihnen. Sie sind alle von was? Von Allah azza wa jal herabgesandt worden. Das heißt, sie sind alle Propheten ohne Zweifel. Ohne Zweifel. فَمَنْ أَنْكَرَ وُجُودَ الْمَلَائِكَةِ فَقَدْ كَفَرَ. Derjenige, der die Existenz der Engel in Frage stellt, ist was, ein Mu'min oder ein Kafir? Ist ein Kafir. لِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Dies ist aufgrund der Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Derjenige, der aber an Allah subhanahu wa ta'ala, der Allah azza wa jal leugnet und die Engel und die Bücher und die Gesandten und den Tag des jüngsten Gerichts, so befindet er sich im deutlichen Irrtum. So befindet er sich im deutlichen Irrtum. فَأَهْلُ السُنَّ وَالْجَمَاعَ. Was ist der richtige Glaube von Ahlus Sunnah wal Jama'a bezüglich der Engel? يُؤْمِنُونَ بِالْمَلَائِكَ إِجْمَالًا وَتَفْصِيلًا. Die Leute von Ahlus Sunnah wal Jama'a, sie glauben an die Engel, sowohl im Allgemeinen als auch im Einzelnen. إِجْمَالًا فِي مَنْ لَمْ يُسَمَّ. Es gibt Engel, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns nicht ihre Namen genannt. Das ist im Allgemeinen. Wir glauben an sie, es gibt viele Engel. Nicht jeder Engel wurde uns mit Namen genannt. Naam. وَأَمَّ تَفْصِيلًا فَبِمَنْ صَحَّ بِهِ الدَّلِيلِ مِمَّنْ سَمَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى وَرَسُولُهُ. Und dass wir sie im Besonderen bestätigen, bedeutet, dass es Engel gibt. Wir kennen sie mit Namen. Allah und sein Gesandter haben sie mit Namen benannt. Und sie wurden uns mehr beschrieben als die normalen Engel. Sie wurden uns mehr beschrieben als die normalen Engel. كَجِبْرِيل, wie Jibril alayhi salatu wassalam, al-muwakkal bil-wahi. Womit ist er beauftragt? Mit der Offenbarung. وَمِكَائِل, al-muwakkal bil-matar. Mikael ist beauftragt mit dem Regen. وَإِسْرَافِيل, al-muwakkal bil-nafkh, fissur. Und Israfil ist beauftragt mit dem Blasen ins Horn. وَمَلَكِ الْمَوْتِ الْمُوَكَّلِ بِقَبْدِ الْأَرْوَاحِ. Und der Todesengel, der beauftragt ist mit der Entziehung oder der Entnahme von den Seelen. Das sind alles Engel, die uns bekannt sind, deren Aufgaben wir kennen, liebe Geschwister. Und er sagt weiter, وَمَالِكٍ خَازِنِ النَّارِ. Und es gibt Engel, die als Höllenwächter beauftragt sind. أَهْلُ السُنَّ وَالْجَمَاعَ يُؤْمِنُونَ بِوُجُودِ الْمَلَائِكَةِ الْكِرَامِ.
Ahlus Sunna wal Jama'a glauben an die Existenz der edlen Engel. Wa annahum yaskununa as-sama. Wa annahum yaskununa as-sama. Diese Engel leben wo? Im Himmel. Wa hum ibadun makhluqun. Und sie sind erschaffene Diener. Wichtig. Khalaqahum Allahu min nur. Allah hat sie erschaffen aus Licht. Schaut mal, subhanallah, sie sind erschaffene Diener. Wisst ihr, wie viele Leute die Engel anbeten? Gibt es Leute, die Engel anbeten? Er hat eine Statue von Engeln und betet sie an. Die Engel, ganz gleich wie gewaltig sie in ihrer Gestalt sind, ganz gleich wie sehr Allah subhanahu wa ta'ala diese Engel liebt, sie sind nur Geschöpf. Sie sind nur was? Geschöpf. وَأَنَّهُمْ خُلِقُوا قَبْلَ خَلْقِ آدَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Und die Engel sind bereits vor Adam عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ erschaffen worden. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءُ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. So sagten die Engel, als Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, er möchte ein Khalifa auf die Erde einsetzen, das bedeutet ein Nachfolger. Ein Nachfolger bedeutet einen ersten Menschen, nachdem Generationen entstehen. So sagten die Engel zu Allah Azza wa Jal und sie fragten ihn bezüglich dieses ersten Menschen, den Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen wird. Willst du jemanden etwa auf der Erde einsetzen, der was für Eigenschaften hat? Der Blut vergießen wird und Unheil stiften wird. Also fragten sie ihn über einen ersten Menschen und sie wussten gar nicht über die Taten der Menschen Bescheid, weil noch nie zuvor ein Mensch erschaffen wurde. Aber das Wissen, was sie hatten, sagen manche Gelehrte, das war, dass Allah Azza wa Jal ihnen das eingegeben hat und sie deswegen gefragt haben. Und in einer anderen Erklärung vor Adam alayhi salatu wassalam gab es eine Welt der Dschinn, die viel Unheil angerichtet haben. Und die Überliefererkette dafür, manche sind kritisch, manche sind fragwürdig und manche sind vielleicht sogar akzeptabel. Manche Hadith-Gelehrten haben sie akzeptiert, dass es früher eine Welt von Dschinn gab, die viel Unheil gestiftet haben. Und Iblis gehörte zu den Rechtschaffenen, den Allah Azza wa Jal damit beauftragt hat und eine Gruppe von Dschinn, dass sie diese töten, die Unheil stiften und dass sie für Ruhe sorgen. Das war die Stellung von Iblis, als er noch nicht vom Paradies verbannt wurde. Das heißt, liebe Geschwister, diese Engel existieren schon eine lange Zeit. Wal malaikatu khilqatuhum azima. Die Erschaffung der Engel ist gewaltig. Minhum man lahu janahan. Unter den Engeln gibt es welche, die haben zwei Flügel. Wa minhum man lahu thalatha. Und unter ihnen gibt es welche, sie haben drei Flügel. Wa minhum man lahu arba'a. Und unter ihnen gibt es welche, sie haben vier Flügel. Wa minhum man lahu aktharu min dhalik. Und unter ihnen gibt es Engel, die mehr als vier Flügel haben. Wa thabata anna Jibril alayhi salatu wassalam lahu 600 janah. Und es wurde authentisch überliefert, dass Jibril alayhi salatu wassalam, wie viele Flügel hat? 600 Flügel. Passt auf, wie gewaltig ein einziger Flügel ist. Kullu janahin minha sadda al-ufuq. Allahu Akbar. Jeder einzelne Flügel von Jibril alayhi salatu wassalam, er bedeckt den gesamten Horizont.
Er bedeckt den gesamten Horizont. Und subhanallah, es gibt einige Dinge, die die Kuffar über die Engel sagen oder berichten, oder wenn sie sie formen, dann sehen wir, sie zeichnen die Engel mit was? Mit Flügeln. Aber egal, was sie auch immer zeichnen, haben sie einen Engel gesehen? Wissen wir, wie die Flügel aussehen? Woher weißt du, wie die Flügel aussehen? Deswegen, schaut mal, manchmal wird die Wahrheit mit was vermischt? Mit der Lüge. Und deswegen, Ahlus Sunnah wal Jama'ah achten auf die komplette Wahrheit. Sie nehmen nichts, was gemischt ist zwischen Lüge und Wahrheit. Warum? Das wird eine Schubha bei dir bringen. Im Herzen, im Verstand, und zum Schluss wirst du in die Irre gehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle befestigen. وَيُؤْمِنُونَ بِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَهُمْ قُوَّةٌ عَظِيمَةٌ Ahlus Sunnah wal Jama'ah bestätigen, dass die Engel eine gewaltige Stärke besitzen. وَهُمْ جُنْدٌ مِنْ جُنُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ Sie sind Soldaten von den Soldaten Allah subhanahu wa ta'ala. بَلْ هُمْ أَعْظَمُ جُنْدِ اللَّهِ تَعَالَى Und vielmehr sind sie die gewaltigsten Soldaten Allah subhanahu wa ta'ala. Warum? Diese haben Eigenschaften, diese Malaika, dass sie, liebe Geschwister, hum yataharrakun, sie bewegen sich, wa yas'adun, und sie klettern herauf oder gehen herauf, wa yanzilun, und sie steigen herab. Das sind erstmal Eigenschaften von diesen Engeln. Wa yu'minuna bi anna al-malaikata al-kiram kathirun, und Ahlus Sunnah wal Jama'ah bestätigen, dass die Engel viele sind. Wie viele? La ya'lamu 'adadahum wa la yuhsihim illa Allah Azza wa Jal. Niemand kennt ihre tatsächliche Anzahl und niemand kann sie erfassen, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah der Al-Erhabene sagt, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Und niemand kennt die Soldaten deines Herrn außer ihm. Die Soldaten sind hier die Engel. والملائكة عباد مقربون من الله عز وجل ومكرمون. Die Engel sind nahestehende Diener Allahs. Was ist für uns wichtig, wenn wir wissen, das sind nahestehende Diener Allahs? Wollen wir uns die Engel zu Feinden machen oder zu Freunden? Zu Freunden. Aywa, zu Freunden. لا يصفون بالذكور ولا أنوثة. Die Engel, sie werden nicht mit dem Männlichkeitssymbol bezeichnet und auch nicht mit dem Weiblichkeitssymbol. Das heißt, du darfst nicht sagen, die Engel sind männlich oder weiblich. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. Ich denke, das ist in Surat Al-Qamar. Verzeiht mir, wenn ich mich irre. Inna alladhina la yu'minuna billahi la yusammuna al-malaika tasmiyat al-untha. Wahrlich diejenigen, die nicht an das Jenseits glauben, ich denke in Surat Al-Qamar, ja? Najm, afan. Das ist in Najm, verzeiht mir. Diejenigen, die nicht an die Engel glauben, sie sagen, die Engel wären weiblich. Das heißt, aus dieser Eier erfahren wir, wer sagt, dass die Engel weiblich sind, gehört zu dieser Eier. Taib, die Engel sind jetzt nicht weiblich, das haben wir jetzt schon mitbekommen. Aber sind sie männlich? Wer sagt das? Hat das jemand gesagt? Hat Allah das gesagt? Was haben die Engel für ein Geschlecht? Allahu Akbar. Wir bestätigen weder, wie wir gesagt haben, weder, dass sie männlich sind, بِالذُكُورَ وَلَا الْأُنُوثَ. Und wir bestätigen auch nicht, dass sie weiblich sind. Dass sie weiblich sind. لَا يَتَنَاكَحُونَ Sie heiraten nicht. وَلَا يَتَنَاسَلُونَ Und sie bringen nicht Nachfahren hinter sich. لَا يَأْكُلُونَ وَلَا يَشْرَبُونَ Weder essen sie noch trinken sie. Subhanallah. Schaut mal, liebe Geschwister, diesen Schöpfung. Schöpfung, die sind keine Götter.
und trotzdem wie Allah Azza wa Jal jede Schöpfung anders erschaffen hat. Können wir ohne Essen bleiben? Können wir ohne Trinken bleiben? Können wir ohne Frauen bleiben? Naja, das ist nochmal eine andere Frage. Und sie werden beschrieben, liebe Geschwister, dass sie beschrieben werden, bil Husni, mit der Schönheit, wal Jamal, also Husni, das Schöne, das Gute, und mit der Schönheit, wal Hayat, mit dem Charme, wal A'mal, al-Rashida, und dass sie die guten, leitenden Taten vorweisen, was Sifat, al-Hamida, und dass sie schöne, lobenswerte Eigenschaften haben. Dass sie schöne, lobenswerte Eigenschaften haben. وَالْمَلَائِكَةُ يَخْشَوْنَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَيَحَافُونَهُ وَيُسَبِّحُونَهُ لَيْلًا وَنَهَارًا. Und die Engel, sie fürchten Allah subhanahu wa ta'ala und sie, wie können wir sagen, يَحَافُونَ, sie umzingeln? Umkreisen, genau. Umkreisen und sie loben Allah subhanahu wa ta'ala am Abend und am Tag. وَيَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ الَّذِي هُوَ فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ. Und sie machen Tawaf, das heißt, sie umrunden Baytul Ma'mur. Das heißt, Bayt al-Ma'mur. Das ist das Haus, welches in welchem Himmel existiert? Im siebenten Himmel. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte uns, jeden Tag gehen dort 70.000 Engel herein und nicht mehr heraus bis zum Tage der Auferstehung. Jeden Tag. Das heißt, eine Woche werden schon eine Menge drin, ne? Bayt al-Ma'mur. Manche sagen, Baytul Ma'mur ist sozusagen, die Kaaba ist nach dem Ebenbild gebaut. Aber Wallahu ta'ala ala wa alam, für uns ist wichtig, das wurde bestätigt, Baytul Ma'mur, dass dieses ein Haus ist, wo die Engel hereingehen und nicht mehr herausgehen bis Yawmul Qiyamah. Bis Yawmul Qiyamah. وَيُؤْمِنُونَ بِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ يَخْتَلِفُونَ عَنِ الْبَشَرِ. Und Ahlus Sunnah wal Jama'ah bestätigen, dass die Engel sich von der Menschheit unterscheidet. بِأَنَّهُمْ جُبِلُوا عَلَى الطَّاعَ وَعَدَمِ الْعِسْيَانِ. Und diese Engel sind dazu angehalten worden oder sind so von der Erschaffung her, dass sie Gehorsamkeit leisten und keine Widerspenstigkeit gegenüber Allah Azza wa Jal haben, Allah Azza wa Jal gegenüber nicht ungehorsam sind. خلقهم الله لعبادته. Allah hat sie erschaffen zur Dienerschaft. Das heißt, damit sie Allah Azza wa Jal dienen. Schaut mal, die sind keine Götter, sondern sie dienen Allah subhanahu wa ta'ala. Sie dienen Allah subhanahu wa ta'ala. وتنفيذ أوامره. Und dass sie die Befehle Allah subhanahu wa ta'ala nachkommen sollen. Allah Azza wa Jal sagt, لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Sie widersetzen sich Allah nicht in dem, was er ihnen aufgetragen hat, und sie führen aus, was Allah subhanahu wa ta'ala von ihnen möchte oder womit er ihnen befohlen hat. ويؤمنون بأن الملائكة لا يعلمون الغيب إلا ما علمهم الله سبحانه وتعالى. Und أهل السنة والجماعة wichtig bestätigen, dass die Engel kein verborgenes Wissen haben, sondern sie wissen nur, was Allah Azza wa Jal ihnen gegeben hat, eingegeben hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا. Die Engel sagen, O unser Herr, wir haben überhaupt kein Wissen, wir besitzen überhaupt kein Wissen, außer das, was du uns gelehrt hast. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. Wahrlich, du bist der Allwissende, der Allweise. وَالْمَلَائِكَةُ لَا يَدْخُلُونَ بَيْتًا فِيهِ تِمْثَالٌ. Und die Engel betreten keine Wohnung, kein Haus, in dem es was gibt? تِمْثَالٌ. Eine Götze oder Statur, besser gesagt.
wala Sura und auch nicht, wo ein Bild hängt. Was heißt, wo ein Bild hängt? Jetzt, ich habe ein Bild von einem schönen Wald. Das heißt, das Bild von einem Menschen, wo das Gesicht, was erkennbar ist, oder von einem Tier. Subhanallah, manchmal gibt es keinen Unterschied zwischen beiden. Wala kalb, und auch betreten sie kein Haus, in dem ein Hund sich befindet. Das heißt, möchtest du die Engel zu Hause haben und nicht die Shayatin? Denn wenn die Engel nicht da sind, wer wird vermehrt dort sein? Die Shayatin. Dann meide, dass du ein Bild dorthin hängst. Und leider bei unseren Leuten, möge Allah so jall ihnen verzeihen, sie hängen die Bilder nicht nur von Personen, sondern von toten, verstorbenen Personen. Das ist noch mal schlimmer. Und das Problem ist, was hast du davon, wenn du ein Bild hinhängst? Okay, du guckst, was passiert danach, wenn du auf das Bild guckst? Du wirst traurig. Und was ist jetzt das? Lieber Subhanallah, machst du Dua und bittest Allah um das Gute für diese Person, als dass du die ganze Zeit auf ein Bild starrst und sowieso nichts mehr großartig für diese Person machen kannst, um ihn zum Leben zu erwecken. Das kannst du nicht machen. Aber was kannst du machen? Du kannst Dua machen, um das Gute für ihn bitten. Die Engel, sie betreten so ein Haus nicht, liebe Geschwister. Sie betreten so ein Haus nicht, wo diese Dinge existieren. Das bedeutet ein Bild oder eine Skulptur oder ein Hund. Dieses ist ein Hindernis dafür, dass die Engel überhaupt hereinkommen. وَلَا يُصَاحِبُونَ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسْ. Und sie begleiten auch nicht die Engel, eine Reisegruppe, die eine Glocke mit sich führen. وَيَتَأَذَّنُونَ مِمَّنْ يَتَأَذَّ مِنْهُ بَنُوا آدَمْ. Und sie sind oder sie werden gestört oder sie fühlen sich gestört von derselben Sache, von der sich auch der Mensch gestört fühlt. Das heißt, erstmal zu dieser Sache, liebe Geschwister, mit der Glocke. Sie begleiten keine Gruppe, die eine Glocke mit sich führen. Das heißt, diese Glocke ist nicht gemeint als etwas, was einen Glockenklang hat, sondern das ist gemeint als etwas, was einen Glockenklang wie Musik hat, entweder wie Musik hat, oder diese Schubha, was die Christen haben, in dieser Art, diese Glocke darf man nicht mit sich führen. Diesen Jaras darf man nicht mit sich führen. Das ist verboten, denn die Engel, sie fühlen sich gestört dadurch und sie begleiten eine Reisegruppe nicht. Und Musik ist ja noch schlimmer. Ist noch schlimmer. Jetzt überlegt, manche fahren zur Reise und hören laut Musik. A'udhu billah. Das heißt nicht, die Engel sind mit ihnen, sondern die Scherti. Wa ahlu sunnati wal jama'a yu'minuna bi anna al malaika al kiram qad hajabahumullahu ta'ala anna. Ahlu sunna wal jama'a sind der festen Überzeugung, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Engel für uns unsichtbar gemacht hat. Fala narahum fi suwarihim allati khuliqu 'alayha. Wir sehen sie nicht in ihrer ursprünglichen Gestalt, in der sie erschaffen wurden. Walakin kashafahum li ba'di ibadi. Sondern Allah subhanahu wa ta'ala hat sie sichtbar gemacht für einige seiner Diener. Kama ra'a an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam Jibrila ala suwaratihi allati khalaqahu Allahu alayha marratayn. Allah Azza wa Jal hat dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Jibril in seiner eigentlichen ursprünglichen Gestalt wie oft sehen lassen? Zweimal. Qala ta'ala wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Und Allah hat ihn, was? Sichtbar gemacht. Für wen? Für den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Allah Azza wa Jal hat ihn sichtbar gemacht. Das war, liebe Geschwister, وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينَ. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat, sagt hier über den Propheten, er ist nicht ein Verrückter,
Das heißt, euer Gefährte Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist kein Verrückter. Und er sah ihn, was? Im deutlichen Horizont. Das bedeutet wen? Jibril alaihi salatu wasalam. Schau mal, wie manche Leute irre gegangen sind. Sie haben über diese Eier gesagt, وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينَ. Sie sagten Allah. A'udhu billah. A'udhu billah. Das ist hier Jibril, der gemeint ist. Das sind einige Dinge, die wir über die Engel erfahren. Und wir wissen auch über sie, liebe Geschwister, وَأَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ يُؤْمِنُونَ بِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ أَصْنَافٌ كَثِيرًا. Und أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ, sie bestätigen, dass die Engel viele, was, Gruppen sind oder viele Sorten sind. مِنْهُمْ الْمُوَكَّلُونَ بِحَمْلِ الْعَرْشِ. Unter ihnen gibt es welche, die damit beauftragt sind, den Arsch, den Thron Allahs Azza wa Jal zu tragen. وَمِنْهُمْ الْمُوَكَّلُونَ بِالْوَحِي. Und unter ihnen gibt es welche, die dafür da sind, die Offenbarung zu übertragen. وَمِنْهُمْ الْمُوَكَّلُونَ بِالْجِبَالِ. Und einige unter ihnen sind beauftragt mit den Bergen. وَمِنْهُمْ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ وَخَزَنَةُ النَّارِ. Und manche sind beauftragt damit, Wächter über das Paradies und auch über das Höllenfeuer zu sein. وَمِنْهُمْ الْمُوَكَّلُونَ بِحِفْظِ أَعْمَالِ الْعِبَادِ. Und unter ihnen sind welche, sie sind damit beauftragt, die Taten von den Dienern niederzuschreiben. مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍ. Seien sie gute oder seien sie schlechte. وَمِنْهُمُ الْمُوَكَّلُونَ بِقَبْضِ أَرْوَاحِ الْمُؤْمِنِينَ. Und unter ihnen gibt es welche, sie sind damit beauftragt, die Seelen der Gläubigen zu nehmen. وَمِنْهُمْ الْمُوَكَّلُونَ بِقَبْضِ أَرْوَاحِ الْكَافِرِينَ. Und welche, sie nehmen nur die Seelen der Kuffar. Die sind getrennt, die Engel. Ja? Manche sind nur da für die Kuffar und manche sind nur da für die Gläubigen. وَمِنْهُمْ الْمُوَكَّلُونَ بِسُؤَالِ الْعَبْدِ فِي الْقَبْرِ. Und manche sind dafür da, um den Diener, der im Grab liegt, zu befragen. Das sind ihre Aufgaben. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَغْفِرُونَ لِلْمُؤْمِنِينَ. Und unter ihnen gibt es welche, sie sind nur dafür da, um für den Gläubigen oder für die Gläubigen um Vergebung zu bitten. وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُحِبُّونَهُمْ. Und sie bitten Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala um Segen für diese Diener und sie lieben sie. وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْهَدُونَ مَجَالِسَ الْعِلْمِ. Und unter diesen Engeln gibt es welche, sie suchen nach den Sitzungen des Wissens. وَحَلَقَاتْ الذِّكْرِ. Und nach den Sitzungen, wo Allah subhanahu wa ta'ala gedacht wird. Das sind die Aufgaben der Engel. وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ قَرِينٌ لِلْإِنسَانِ. Und unter ihnen gibt es welche, die ständige Begleiter vom Menschen sind. لَا يُفَارِقُوهُ. Sie verlassen ihn nicht oder sie trennen sich nicht von ihm. وَمِنْهُمْ مَنْ يَدْعُ الْعِبَادَ إِلَى فِعْلِ الْخَيْرِ فِي كُلِّ يَوْمٍ. Und unter diesen Engeln gibt es welche, sie rufen den Diener jeden Tag zu guten Taten. Jeden Tag zu guten Taten. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤَمَّنَ عَلَى دُعَاءِ الْمُؤْمِنِينَ. Und unter ihnen gibt es welche, sie sind nur dafür da, wenn wir nach der Lesung der Sura Al-Fatiha Amin sagen, dass sie ebenfalls Amin sagen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Überlieferung ist bei Al-Bukhari, wenn der Imam nach der Lesung der Fatiha, natürlich, wir sagen nur Amin nach der Lesung der Fatiha im Gebet. Wenn der Imam Amin sagt und mit ihm natürlich die Betenden und das Amin der Betenden trifft sich mit dem Amin der Engel zur selben Zeit, so werden dem Diener alle Sünden vergeben. Weil umso trauriger ist es, dass manche Imame was nicht sagen? Amin. Subhanallah, das ist mindestens eine beliebte Handlung. Überlegt, wenn die beiden Amin sich treffen, dann werden ihnen alle Sünden vergeben. Und das ist natürlich eine frohe Botschaft für die Leute, die auch wollen, dass ihnen die Sünden vergeben werden. Aber auch nicht übertreiben, ja, Amin. Manche gibt es, der denkt, der hat so viele Sünden, dass je lauter er schreit, umso mehr Sünden werden ihm vergeben. Das hat damit nichts zu tun. Na, man sagt Amin normal.
nicht überlaut. Sagt man, ja, es gibt eine Überlieferung, die Sahaba, wenn sie Amin gesagt haben und dann die Moschee hat ge... Ja, ich meine, wenn 100.000 Leute im Raum sind, da braucht keiner so laut Amin zu sagen und natürlich wird das laut sein, oder? Es ist anders, als wenn zwei Leute beten. Deswegen, liebe Geschwister, man sagt das ganz normal, das Amin. Jetzt hat Abul Bara vergessen, wo wir waren. Genau, richtig. Genau. وَمِنْهُمْ الْمُوَكَّلُونَ بِحِمَايَةِ الصَّالِحِينَ. Und unter ihnen gibt es welche von den Engeln, sie sind mit dem Schutz für die Rechtschaffenen eingesetzt worden. Mit dem Schutz, das heißt, sie beschützen die Menschen. Und mit uns sind nicht nur zwei Engel, die die Taten aufschreiben, sondern weitere zwei Engel, die uns was? Die uns beschützen, liebe Geschwister. وَتَفْرِيجِ كُرَبِينَ. Und sie, die Engel, sind auch dafür eingesetzt, dass sie den Leuten ihre Situation erleichtern. وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْهَدُونَ جَنَائِزَ الصَّالِحِينَ. Und unter den Engeln gibt es welche? Sie begleiten die Janaza von den Gläubigen. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, als Sa'd ibn Mu'adh gestorben ist, so haben sich die Munafiqin, die Heuchler, lustig gemacht. Sie haben gesagt, die Janaza von Sa'd war leicht. Das heißt, es waren nicht viele Leute da. Es waren nicht viele Leute da. Und Sa'd, rahimullah, radiallahu anhu, arda, er war ein großer, kräftiger Mann. So sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, die Janaza von Sa'd wurde von 70.000 Engeln begleitet. Von 70.000 Engeln. Was ist besser, dass Engel für dich Dua machen? Oder dein besoffener Kumpane, der gegen dich Dua macht, weil er wieder besoffen ist und gar nicht merkt, warum er da ist. Dafür sind die Engel da, dass sie auch an der Janaza mitnehmen. وَيُقَاتِلُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. Und sie nehmen am Kampf teil und unterstützen die Gläubigen. وَيُثْبِتُونَهُمْ فِي جِهَادِهِمْ. Und sie helfen ihnen beim Krieg. مَعَ أَعْدَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. Gegen die Feinde Allahs subhanahu wa ta'ala. Und dann beenden wir, liebe Geschwister, indem wir etwas über die Engel erzählen. Wichtig für uns ist, dass diese Engel, so wie wir gehört haben, verschiedene Aufgaben haben. Die Engel haben Aufgaben von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Jeder Engel führt seine Aufgaben aus. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat sie unsichtbar gemacht. Allah azza wa jal, das sollten wir wissen, braucht diese Engel nicht. Weil wir hören ja, und die Engel schreiben unsere Taten. Was, wenn sie unsere Taten nicht aufschreiben? Dann, subhanallah. Allah braucht die Engel oder er braucht sie nicht? Er braucht sie nicht, subhanahu wa ta'ala. Aber er hat in alles seine Weisheit. Azza wa jal. Tayyib. Wenn die Engel nichts machen können, außer mit der Erlaubnis Allahs, wie schreiben sie? Das heißt, wer hat ihnen gesagt, dass sie schreiben sollen? Na, und nach der richtigen Aussage der Gelehrten, die Engel können nichts machen, außer auf den Befehl Allahs. Es gab Gelehrte, die was anderes gesagt haben, sie haben auch entsprechende Beweise gebracht, aber nach der richtigen Aussage, liebe Geschwister, machen die Engel nur das, was Allah subhanahu wa ta'ala ihnen befohlen hat. Das heißt, und damit schließen wir ab, wenn die Engel für uns Dua machen, wer hat sie damit beauftragt? Allah azza wa jal. Wenn die Engel dich lieben, wer hat sie damit beauftragt? Allah azza wa jal. Wenn die Engel herabkommen als eine menschliche Gestalt, um dir zu helfen bei irgendetwas, wer hat sie herabgesandt? Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, wenn du dir diese Engel zu Freunden nimmst, hani an lak, herzlichen Glückwunsch. Diese Engel sind das Beste, was du an Freundschaft besitzen kannst. Und daher, liebe Geschwister, ist unsere Aufgabe, dass wir die Engel um uns vermehren. Wie können wir die Engel um uns vermehren? Beziehungsweise, wie können wir die Engel zu uns locken? Wie? Na, durch Sitzung wie diese. Dhikr. Natürlich, Sitzung von Dhikr bedeutet nicht dieser Dhikr. Hu, hu, hu. Nicht diese. A'udhu billah, da kommen die Obershayatin sogar.
Nicht nur die Schayatin, die Oberschayatin. Wir reden über Sitzung, was? Die ohne Bid'ah sind. Die ohne falsche Sachen sind. Sondern Sitzungen, wie Allah subhanahu wa ta'ala sie liebt. Diese Sitzung werden geehrt. Und Allah schickt sie hin, diese Sitzung. Und auch wenn du nach Wissen strebst, die Engel türmen sich über dich und sie rufen die anderen, damit sie dich ebenfalls mit ihren Flügeln abschirmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Engel zu Freunden machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Engel noch mehr vermehren, wenn wir in einer Sitzung sind. Möge Allah subhanahu wa ta'ala das Dua der Engel annehmen, auf dass wir Yawmul Qiyamah zu den Erretteten gehören. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah. Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir und von Ash-Shaytan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ganz schnell, wer eine Frage hat, dann bitte jetzt, damit wir diese klären, nur über die Aqidah. Tafadda. Du meintest, dass die Engel das nicht geben, was auch bei den anderen nicht geht? Also nicht. Richtig, die Engel, sie fühlen sich gestört von Dingen, die auch Bani Adam stören. Jetzt zum Beispiel, wir stehen in der Gebetsreihe. Dann kommt einer rein, der hat gerade zu Ende geraucht. Und ihr wisst, wenn er reinrennt, noch den kalten Rauch in sich trägt, wird man davon gestört oder nicht? So soll er wissen, auch die Engel sind von seinem Geruch gestört. Einer kommt mit Käsefüße. Ey, Wallah, manchmal, Wallah, ich schäme mich. Aber ich muss das jetzt sagen an dieser Stelle. Ich nenne keine Namen und ich nenne keine Person und ich gucke nur nach oben, damit keiner sagt, ja, Abul Bala, und du meinst mich und dies und das. Es gibt Leute, die haben einen extremen Fußgeruch. Ich sterbe fast. Meine Hautfarbe ändert sich fast. Ich meine, ich bin dunkel, ja. Wenn ich hell werde, dann wisst ihr, es ist irgendwas passiert. Es gibt Leute, die haben so einen extremen Geruch. Wallahi, ich komme rein in die Moschee und rieche das. Ja, Ikhwa. Wallahi, wir sind hier nicht in Afrika. Kann mir irgendjemand sagen, wir haben kein Wasser? Auch wenn du kein Wasser zu Hause hast, du hast hier Wasser. Dann nutze das Wasser. Und das ist schön kühl auch noch. Das tötet alle Bakterien, sei dir sicher. So kalt ist es. Ich glaube, Sahaba-Moschee hat das kalteste Wasser. Ja, Ikhwa, bitte. Macht mir nicht die Laune. Bei mir ist so, ich bin sehr geruchsempfindlich. Und wenn diese Gerüche meine Nase so angreifen, dann schaltet sich bei mir alles aus. Deswegen bitte ich euch nochmal darum. Und nächstes Mal, nur damit ihr Bescheid wisst, der mit extremen Fußgeruch oder mit extremen Schweißgeruch in die Moschee kommt, den schicke ich nach Hause. Nicht Hausverbot, den schicke ich nach Hause. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sogar denjenigen, die was gegessen haben, Zwiebel und Knoblauch, gesagt, sie sollen sich was vom Gebetsplatz fernhalten. Frage, sind das gesunde Sachen? Zwiebel und Knoblauch, das sind gesunde Sachen. Und trotzdem fernhalten, warum? Weil das riecht nicht schön. Das heißt, wenn das extreme Gerüche sind, dann braucht er, sogar sagen die Gelehrten, einer ist entschuldigt, zum Gemeinschaftsgebet zu kommen, wenn er extrem nach Schweiß riecht. Er ist entschuldigt. Er soll erstmal was? Zur Autowäsche und dann ganz normal wieder zurück. Er ist entschuldigt. Ja, subhanallah, hier bitte, entschuldigt. Gelehrten, Fatwa. Deswegen, bitte verzeiht mir, ihr seid alle meine Zeugen. Seid ihr alle meine Zeugen? Ich werde demnächst denjenigen zurückschicken, der demnächst mit einer unangenehmen Brise, ich drücke es normal aus, eigentlich müsste ich sagen widerlichen Gestank, hierher kommt in die Moschee, den werde ich nach Hause schicken. Verzeiht mir, aber das werde ich machen, weil das auch unangenehm für die anderen. Und ich habe viele Brüder, die kamen zu mir und sagten zu mir, ich sterbe gleich. Ja, dann wegen einer Person sollen so viele Leute belästigt werden? Nein. Und wir haben doch gehört, und Barakallahu fik für deine Frage. Die Engel fühlen sich genauso belästigt vor Dingen, vor denen sich auch Bani Adam, das heißt der Sohn Adams, belästigt fühlt, der Mensch. Daher, Jazakumullah khairan, bitte vermeidet dieses Auftreten in dieser Art und Weise. Jazakumullah khairan. Na, tafadda.
wird gefragt, also manche nennen den Todesengel Azrael. Ist das vom Koran und Sunna? Azrael, ist das authentisch überliefert? Nein, das ist von Israeliyat. Das heißt, das hat man übernommen von den von Bani Israel. Naam. Und deswegen, das ist kein authentischer Name. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran authentisch, قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ. Sprich, die Seelen oder eure Seelen wird der Todesengel nehmen, der damit beauftragt wurde. Wie hat Allah sie ihn genannt? Malak al-Maut. Das ist der Name, wallahu ta'ala ala wa a'lam. Das ist jetzt keine große Sache, wenn jemand diesen Namen sagt, aber sunnamäßig ist das nicht überliefert. Naam, wallahu ta'ala ala wa a'lam. Tfadl. Wayakum. Ich würde fragen, hier hast du das im Vortrag gemeint, wie kann ein Engel in Menschenform sein, um uns zu helfen? Wie kann ein Engel in Menschenform sein, um uns zu helfen? Natürlich, wir haben doch viele Geschichten. Die Engel, Allah subhanahu wa ta'ala, er kann sie in verschiedenen Formen zu uns bringen. Zum Beispiel, die Überlieferung bei Imam Muslim, als ein Mann auf dem Weg war durch die Wüste, um einen Bruder zu besuchen. Dann kam ein Engel, der zum ersten Mal herabgesandt wurde zur Erde. Und er war in Menschengestalt. Er sagte zu ihm, wohin des Weges? Dann sagte der Gläubige zu ihm, ich bin auf dem Weg, um meinen Bruder zu besuchen, weil ich ihn für Allah liebe. Dann sagte er, der Engel, ist es nur dessen Willen, dass du nur hingehst, weil du ihn um Allahs Willen liebst? Er sagte ja. Dann sagte der Engel, Allah hat mich zum ersten Mal auf die Erde herabgesandt, damit ich dir sage, dass Allah dich für das liebt, wofür du deinen Bruder liebst. Und es gibt viele Überlieferungen, liebe Geschwister. Viele, viele Überlieferungen. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Das ist wichtig. Und schaut mal, liebe Geschwister, dieses Buch, was wir lesen, du findest keinen einzigen Satz, den der Autor sagt, ohne dass er was dafür bringt. Ein Beweis. Aber ich kann nicht immer die ganzen Beweise anführen, weil dann wird es zu viel. Naam. Aber ihr sollt wissen, dass dieses mit Beweis angeführt wurde, was er auch sagt. Walhamdulillah Rabbil Alamin, möge Allah Azza wa Jal den Autor segnen und uns von diesem Buch profitieren lassen. Na, tafadda. Allahu a'lam. Mit diesem Wortlaut kenne ich nicht ein Hadith. Wallahu ta'ala ala wa'an. Wenn ich sage, ich kenne das nicht, das heißt aus dem Stand meines Wissens. Es kann sein, dass ein Hadith irgendwo zu finden ist, aber weder habe ich so ein Hadith von den gesamten Gelehrten gehört, noch ihn in irgendeinem Buch gelesen. Deswegen sage ich nur, was mein Stand ist. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Na. Können wir die Engel in ihrer echten Gestalt... Schaut mal, liebe Geschwister, vergleicht nicht das Jenseits mit dem Diesseits. Das ist ein total anderes, das ist eine ganz andere Sache. Warum? Können wir hier Allah sehen? Aber werden die Gläubigen ihn Yawmul Qiyamah im Paradies sehen? Warum ist es nicht möglich, dem Menschen Allah zu sehen? Schaut mal, ihr kennt die Geschichte von Musa a.s. ganz kurz. Als er die Verabredung mit Allah azawajal hatte, dann sagte er, O Allah, zeige dich mir. O Allah, zeige dich mir. Was hat Allah ihm gesagt? Du wirst mich nicht sehen können. Warum konnte er ihn nicht sehen? Sagte, ja Musa, schau auf den Berg da drüben. Wenn er so bleibt in seiner ursprünglichen Gestalt, dann wirst du mich sehen können. Und als Allah azzawajal offenbar dem Berg erschien, und ich habe das schon oft erklärt, was ist mit dem Berg passiert? Er ist in Stücke zerbröselt. Wie ist das Auge in der Lage? Schau mal, Allah hat sich nur mit dem Nur etwas genährt in der Form von einer Fingerkuppe. Und der Berg ist, ich meine, was ist mit Musa passiert? Er ist unmächtig geworden. Hat er ihn gesehen? Hat er Allah gesehen? Nein. Wir haben nicht die Qudra, wir haben nicht die Kraft, aber wann gibt Allah Azza wa Jal, bi'idhnillah ta'ala, möge Allah Azza wa Jal uns alle zu den Paradiesbewohnern gehören lassen. Im Paradies gibt er dir die Kraft, da kannst du ihn sehen. Zeichen der Stunde, die Menschen werden die Jinn sehen. Beweis, Aussage von Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu arda, er sagte, Yawmul Qiyamah werden vier Dinge
sozusagen auf ein, nee, er sagt davon, Yawmul Qiyamah, oder die Stunde wird nicht er treffen, bis vier Dinge passieren. Und unter anderem, dass die Menschen und die Dschinn und die wilden Tiere sich alle untereinander mischen. Und man wird sich sehen können. Das ist aber anders als. Na, deswegen unterscheidet zwischen dem und dem. Wallahu ta'ala ala wa ala. Na. Bitteschön. Fika Bakla. Nein, du kannst kein Dua machen für Dinge, die Allah Azza wa Jalla nicht geschrieben hat. Naam. Aber es gab Sahaba, Allah hat ihnen die Gnade gegeben. Das nennt man Ehrung, Achil Karim. Naam. Das bekommt man, wenn man eine gewisse Stellung hat bei Allah subhanahu wa ta'ala. Eine Sache wollte ich noch hinzufügen, liebe Geschwister. Ich habe das letzte Mal aus Versehen, ganz zum Schluss, weil ich das schnell überflogen habe, da habe ich gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, derjenige, der leugnet, dass Allah azza wa jal über dem Himmel ist, ist ein Kafir. Das war eine Aussage von Abu Hanifa, rahimullah ta'ala. Weil ich wollte eigentlich auch noch die Aussagen von Abu Hanifa diesbezüglich bringen, weil die meisten, die Abu Hanifa bringen, die sagen das über ihn und er hat etwas ganz anderes gesagt. Und die sagen, sie folgen Abu Hanifa. Und die meisten, die behaupten, sie folgen Abu Hanifa, die sagen dir, Allah ist wo? In der Schöpfung. Und ich wollte noch einiges von Abu Hanifa. Und ich habe zum Schluss, glaube ich, gesagt, dass der Prophet, das war nicht vom Prophet, das war von Abu Hanifa, rahimuhullah ta'ala. Und ich sage mich los von dieser Aussage, dass ich das verwechselt habe. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vergeben.